Yo Leute, zurück bei Red Faction. Und wir sind genau da, wo wir eben gestoppt haben. Ich muss sagen, ich habe in der Zeit jetzt... Also ich weiß, warum ich jetzt eben so wenig Frames hatte. Ich habe erst gerätselt. Und dann hat sich's direkt aufgeklärt, als ich raus aus dem Spiel gegangen bin. Und zwar war es so, dass... ich ja im Hintergrund, habe ich ja erwähnt, Titanfall runtergeladen habe und die Installation hat einfach angefangen, beziehungsweise es ging einfach direkt weiter mit der Installation. Heißt, das riesige, übrigens 50 Gigabyte zum Runterladen, es wurde dann erstmal ein Sprachpaket oder Sprachpakete, denke ich mal, installiert, die natürlich dann... ein Entpackungsprozess hervorgerufen haben, was auch immer. Und deswegen ist der ganze Spaß hier langsamer geworden. Hat mich nämlich schon gewundert, muss ich sagen, weil eigentlich läuft ja alles. Gab ja keine Probleme. Warum stürzen das hier nicht runter? Jetzt aber, geht doch. Okay. Ja, auf jeden Fall war es halt ein klein bisschen blöd, dass das dann da gerade passiert ist, aber ich meine, so schlimm war das jetzt auch nicht. Ist hier vielleicht was? Nö. Also ich wollte ja jetzt eigentlich... Moment, dann sollte ich das hier vielleicht mal reparieren, damit ich da auch was zum Raufklettern habe. Bringt ja nichts, wenn das hier, ne, nicht richtig funktioniert. Ist hier auch eine Leiter gewesen? Nein. Hä? Hier ging es nicht weiter? Was waren dann hier oben? Hier geht's doch irgendwo rauf, nur ich peil wieder nicht... Ah, hier hinter, ne? Ja, nee. Hä? Ich peil wieder nicht, wo ich hin kann. Ja, Junge. Bist du erstmal... Hä? Wie komme ich jetzt dahin? Kann ich hier rauf? Nö. Madig. Ich hasse sowas. Ich kann hier auch nicht weiter. Das bringt mir auch nichts. Und wenn ich... Ach, hier war eine Treppe. Mann, Mann, Mann. Manchmal ist man aber auch wie vernagelt. Ab geht er. Was? Abflug. Sollen sie ruhig kommen? Na, hahaha. Hast du gedacht, wa? Beiseite. Oh, das jetzt wird ein Spaß. Hat jetzt nicht so die Wirkung gehabt, die ich mir erhofft habe. Aber... Ach komm, jetzt geht doch. Haben wir's? Jetzt haben wir's doch. Wo müssen wir hin? Noch ein... Nee, noch zwei infizierte Gebäude. Ab nach unten.
Hallo. Idiot. Scheiß Vieh. Also ich muss wirklich sagen, diese Viecher, die sind ziemlich nervtötend. Dann folgen wir einfach mal dem Weg, der uns angezeigt wird. Ich meine, der wird uns schon zum Ziel leiten. Hoffe ich mal. Hier ist noch ein Gegner. Ach, da. Die kommen. Kommt der mir nicht hinterher? Langweiler. Jetzt ist hier wieder einer gewesen. Ha! Ach, hier muss ich gar nicht lang, okay. Dann gehen wir noch kurz die Muni holen und machen das nächste Haus platt. Batz, Junge! Großteil sollte doch jetzt eigentlich im Arsch sein. Okay, geschafft. Nee, doch noch nicht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Was ist denn da los? Wisst ihr was? Wir machen es anders. So. Das ziehen wir noch da so mit rein. Okay, jetzt haben wir's. Oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Fuck. Scheiße. Ich hasse das. Warum sind da so viele mit diesen Explosivdingern? Und wo kann ich denn die Schockwelle machen? Nicht die Schockwelle, das Schutzschild. Das war doch auf X. Das habe ich doch jetzt vorhin noch gemacht. Mann, kotzt mich richtig an, sowas. Abflug. Ich nehme jetzt gleich einfach mal das Teil hier. Brrrt. Ich habe gar keinen Plan, was hier los ist. Ich weiß nur, dass ich dieses Haus hier zerstören muss. Das, meine Freunde, ist die Aufgabe von uns. Abflug. Ich bin wieder fast tot. Läuft richtig gut gerade. Jetzt bin ich im Kraftfeld. So, jetzt kann ich mich hier wenigstens mal kurz heilen. Kurz hier die Nester zerstören. Hör mal, du unsichtbarer Kaspar. Was ist denn mit dir los? Was will er jetzt? Weißt du was? Du Raketenfatzke. Abflug. So, dann machen wir eben das Haus hier kaputt. Also eigentlich müsste das doch mal einbrechen hier. Gibt es doch nicht. Geht doch. Was geil wäre, wäre so eine Waffe, die Gegner so einfrieren lässt. Hau ab. Stinks. Das wäre, glaube ich, echt eine richtig geile Waffe. Die Gegner so einfrieren lässt. So. Nach Bastion, okay. Ich
Ich hole mir natürlich hier noch, wie vorhin auch schon, noch den Barschrott. Es ist zwar nicht so viel jetzt eigentlich, wenn man mal guckt hier, ich glaube, eins davon gibt zwei oder drei. Ist ja jetzt nicht die Welt, aber immerhin, ne? Auch Kleinvieh macht Mist, wie mir beigebracht wurde. Fall runter, danke. Was ist mit dir? Ich finde es einfach schön, wenn man die Sachen hier so kaputt macht. Hier sind noch mehr Sachen. Na super. Oh, das war vielleicht nicht so schlau. Aber wir haben eh wieder Munition, von daher können wir auch ein bisschen, ne? Bisschen verschwenderisch sein. Hier ist noch ein Gegner, aber wir gucken erstmal, haben wir hier noch was Wichtiges? Ich guck grad mal. Hier hatten wir ja, was war das hier nochmal? Ach, diese Schockwelle, die wir da mit Y machen können. Was war das hier? Vergrößert den Radius und den Schaden. Ah, die Schockwelle, okay. Haben wir das jetzt? Ja, ne? Ja, in Besitz. Perfekt. Dann testen wir die auch gleich mal aus. Wenn natürlich Gegner da sind, versteht sich. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Und gucken mal. Zum Betreten der Bastion. E drücken. That goddamn swarm came out of Bradbury Canyon. Same place you were headed, Mason. Hey, it's not what you think. Were you there or not? Look, it was supposed to be a drill job, that's all. It was an accident. Come on now, you all know me. Yeah, you're the one who unleashed hell on us all! Ich muss ja mal sagen, das sind echt ganz schöne Wichser. Und vor allem finde ich tatsächlich auch, dass das ist ziemlich ungerecht ist. Für die Impulsgranate. Nehmen wir das mal mit. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ich finde es extremst unfair, dass da irgendwie alle ihm jetzt die Schuld geben, weil im Grunde wurde er dahin gelotst. Und kann ja gar nichts dafür, ne? Was macht das jetzt? Also das kommt jetzt nicht gerade stark rüber. Ist schon scheiße. Nehmen wir den Magneten. So ein Maschinengewehr wäre eigentlich nicht schlecht. Abflug. Scheiße. Erstmal reparieren hier. Wo ist denn hier einer? Da. Und tschüss. Idiot. Ah, da können wir Waffen ausrüsten. Hier haben wir natürlich jetzt nichts zum Verbessern. Aber. So. Wir werden mitnehmen. Ein Maschinengewehr. Das Magnetgewehr und natürlich dieses.
Die Shotgun wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich nehme mal die Shotgun statt des Plasmagewehrs oder wie das hieß mit. Plasmakanone. Und dann nehme ich noch die Minen, beziehungsweise die haben wir ja schon. Abflug. Hä, hier ist noch einer. Die wollen's aber, Alter. Die wollen's aber auch nicht anders. Ist hier wieder so ein Nest oder was? Tatsächlich. So, weg. Und weg. Mann, Mann, Mann. Also, das sind echt manchmal ganz schön hartnäckige kleine Mistviecher. Und ich mache jetzt erstmal einen Schnitt, meld mich dann einfach gleich zurück. Wenn wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar dann im nächsten Part schon mit diesem Idioten davon gerade abrechnen oder ob wir vielleicht gar nicht mehr auf den treffen, weil wir nie wieder zurück können. Wir schauen mal. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.